Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading über den August 2021. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit, liebe Steinböcke. Infobox dürfte den meisten von euch sicherlich bereits ein Begriff sein. Wenn nicht, schaut einfach mal unter dem Video nach. Da gibt's sowas zum Aufklappen, in dem ihr dann sämtliche Dinge, Links, Geschriebenes, Informationen finden könnt, die euch interessieren könnten. Natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung könnt ihr dort unten im Resonanz- und im Interessensfall natürlich wahrnehmen. Social Media Links, Informationsvideos, Special Videos, alles drum und dran findet ihr dort unten. Ansonsten, ja, ist es schon fast wieder August. Das Jahr vergeht sehr schnell, muss ich sagen. Für mich jedenfalls fühlt es sich so an, dass es sich sehr schnell, ja, entwickelt, beziehungsweise das Jahr voranschreitet. Beginnen wir mit eurem Reading, liebe Steinböcke. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den August 2021 meiner Steinböcke. Die Zwischenwelt. Ja, die Zwischenwelt ist eine sehr schwer zu erklärende Hauptenergie. Es geht hier um ja, etwas Heißes und Kaltes, etwas Positives und Negatives. Es geht um einen schönen Umstand, der oftmals aber auch einen negativen Umstand mit sich bringt. Das ist die Zwischenwelt. Es kann sich hier also um etwas, ja, um so etwas wie die Kehrseite der Medaille drehen und handeln. Es kann sich hier aber auch um eine Art Übergangsphase handeln. Eine Art Übergangsphase, dass man hier etwas aussitzt, dass man etwas erwartet, was da kommen soll, im Positiven sowie im Negativen, dass man sich im Prinzip zwischen zwei Punkten befindet, dem Anfangspunkt, dem Endpunkt und man befindet sich dazwischen, sozusagen in der Entwicklungsphase. Kann hier sehr, sehr gut auf sehr, sehr vieles noch bezogen werden. Die Zahl 3, liebe Steinböcke, meine eigene Glückszahl, vielleicht auch die der euren. Das kann sehr, sehr gut sein. Vielleicht habt ihr auch ja, am 3. Januar Geburtstag. Das kann natürlich ebenso sein. Vielleicht ist eure Hausnummer die 3. Kann natürlich auch sein. Muss es aber nicht, liebe Steinböcke. Ich bin sehr gespannt, was mir jetzt da die Karten verraten können über diese Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den August 2021 meiner Steinböcke. Die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe ist eine Chaos- und Konfliktkarte. Sie kann auch eine Teamplay-Karte sein, beziehungsweise kann es sich hier auch um einen, ja, eine Art gesunden Wettbewerb drehen, dass man hier in einem Wettbuhlen sich befindet beispielsweise oder dass hier der eine den anderen sozusagen anstachelt beziehungsweise zu mehr Leistung motiviert, in dem Sinne gesunder Wettbewerb. Es kann sich hier natürlich auch, wie gesagt, um Chaos und Konflikt handeln. Streitereien, Meinungsverschiedenheiten können hier ebenso durch ausgedrückt sein. Muss ich noch weiterhin klären. Das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche spricht oftmals von einer neuen Liebe bzw. von neuen Gefühlen, die an einem hochkommen, die sich auftun sozusagen. Oftmals spricht man auch von der erlangten Selbstliebe beim Ass der Kelche. Beziehungsweise ist das hier so etwas wie ein Aufeinanderachten. Ass der Kelche, Asse immer etwas mit Neustart zu tun, Neustartpotenzial, etwas kommt hervor bzw. entwickelt sich. Und viele könnten sich hier auch reinsteigern in einen gewissen Streit, in einen gewissen Konflikt, wenn man diese beiden Karten sozusagen miteinander deutet. Die 4 der Schwerter und der Page der Schwerter. Da waren direkt mal zwei Karten untereinander, die 4 der Schwerter in der Mitte des Readings zur Ruhe kommen. Das ist eine ganz klassische Meditationsenergie, das ist eine ganz klare Rastenergie hier. Hier zieht man sich oftmals zurück, um die Gedanken zu ordnen bzw. zu sortieren. Das ist hier definitiv so eine Art Stressvermeidungskarte.
Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch tatsächlich sich in eine Sache tatsächlich reinsteigern, so wie hier eigentlich auch schon gesagt. Und hier versucht man dann das Ganze tatsächlich etwas ruhiger anzugehen, beziehungsweise das Ganze sacken zu lassen, etwas mental und etwas vom Kopf her zunächst einmal zu verarbeiten. Der Page der Schwerter, das ist hier eher nicht eure Energie, meine ich. Das ist hier eher jemand, der in eurem Umfeld tatsächlich ein Auge auf euch geworfen haben könnte. Muss nicht unbedingt im liebestechnischen Aspekte sein, obwohl er hier auf das Ass der Kelche spiegelt. Und dann kann das hier sehr, sehr gut auch in eine Art liebestechnische Entwicklung, liebestechnisches Interesse gehen seitens dieses Menschen hier. Das kann aber auch sehr, sehr gut ein Freund von euch sein, ein Arbeitskollege sein. Das kann hier definitiv eine Person sein, die mitbekommt, wie es euch geht, liebe Steinböcke, die mitbekommt von diesem Streit möglicherweise hier, von diesem Chaos und von diesem Konflikt hier und euch zur Seite stehen könnte, wenn man denn seine Hilfe in Anspruch nimmt. Der Eremit. Der Eremit ist eine ganz klassische Wissen- und Weisheitskarte. Ich habe hier aber zwei Karten, die auch vom Rückzug schon widersprechen könnten. Und Kraft tanken ist hier schon eigentlich auch die Devise. Der Eremit ist weiterhin jemand, der versucht, hinter etwas zu kommen, der versucht, etwas zu durchleuchten, etwas zu verstehen oder zu verarbeiten. Meist tut er dies aber in Abstinenz, also in Einsamkeit. Alleine für sich tut er das. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier viele versuchen, über ein Wortgefecht, über einen Streit, über einen Konflikt versuchen zu hinwegzukommen. Das Ass der Schwerter im Outcome. Das Ass der Schwerter wird von mir gerne das Schwert der tausend Wahrheiten genannt. Im Outcome kann es hier sehr, sehr gut zu einer Art Wahrheitsfindung kommen oder zur Aussprache kommen, denn es ist auch eine ganz klassische Kommunikationskarte. Ihr habt hier eine Entwicklung vor euch, liebe Steinböcke, die potenziell sich schon etwas ziehen könnte, vor allem wenn die fünf der Stäbe gleich am Anfang auftauchen, kann es sein, dass ihr euch in einem, in einem Zwist befindet mit einem bestimmten Menschen möglicherweise. Also in einer Art Streit. Da fallen anscheinend nicht sehr viele Worte, beziehungsweise sind bereits schon genug Worte gefallen, die aber allesamt wahrscheinlich negativ waren. Das ist der Ritter der Kelche. Das ist definitiv eine andere Person hier, der Ritter der Kelche. Es kann hier sehr, sehr gut sich um eines jenen Menschen handeln, der hier in eurem Umfeld definitiv eine Rolle spielt. Als der Ritter der Kelche auf die fünf der Stäbe trifft, ist das jemand, der Gefühle herausgelassen hat, was aber dann tatsächlich im Streit enden konnte. Jemand versucht hier teilweise aber auch aktiv einen Streit zu schlichten. Das könnte sehr, sehr gut eure Energie sein, wenn ihr diejenigen seid, die hier auf jemanden zugehen, mit dem ihr im Prinzip so ein bisschen böse gerade seid. Ich sehe es eher nicht als eure Energie, ich sehe aber auch eher nicht, dass euer Gegenüber aktiv gewillt ist, sozusagen den kompletten Streit hier hinter sich zu bringen, beziehungsweise Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich meine eher, dass es hier um die Entstehung dieses Streites geht. Dass hier jemand etwas gesagt, was er vielleicht im Nachhinein bereut, was er vielleicht nicht hätte sagen sollen, beziehungsweise war der Gegenüber dafür noch nicht bereit, das zu hören. Erklärung zum Ass der Kelche. Sieben der Kelche. Sieben der Kelche spricht von der Qual der Wahl, von der Auswahl, von dem, auch manchmal von Tagträumen und von dem unrealistischen Träumen tatsächlich auch. Der Ritter der Kelche steuert hier auf die Sieben der Kelche zu. Das ist jemand, der versucht, eine Lösung zu finden. Jemand, der versucht, das Richtige zu tun, beziehungsweise auch jemand tatsächlich, der wieder gut machen möchte.
Ob es ihnen gelingt hier, diesen Ritter der Kelche, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Sieben Kelche auf Asskelche. Es muss hier definitiv das richtige Vorankommen geschehen. Es muss hier definitiv auch der richtige Kelch sozusagen gewählt werden seitens dieses Ritters der Kelche. Hier oben ist sozusagen im übertragenen Sinne der richtige Kelch dargestellt und hier unten ist eine Auswahl an Kelchen dargestellt. Und dieser Ritter der Kelche steht vor dieser Auswahl. Das heißt auf Deutsch, was macht er jetzt? Was ist das richtige Vorgehen? Hier versucht jemand, ich muss fast sagen, krampfhaft das Richtige zu tun, tatsächlich. Eine Erklärung zu den vier der Schwertern. Sechs der Kelche. Die Sechs der Kelche ist eine sehr, sehr ausdrucksstarke Karte tatsächlich. Es ist zum einen eine Seelenpartnerschaftskarte. Ich habe hier noch nicht groß weitere Karten, die auf so etwas hinweisen könnten. Es kann natürlich immer mal wieder sein, dass für einen von euch hier die Rede von einer sehr starken Verbindung ist. Das werdet ihr aber sicherlich selbst auch wissen, liebe Steinböcke. Die Sechs der Kelche ist hier deswegen so interessant auf die Vier der Schwerter, weil die Sechs der Kelche definitiv eine nostalgische Karte ist. Es geht hier um eine vergangene Zeit, es geht um möglicherweise eine längst vergangene Zeit. Und vor allem mit dem Sieben der Kelchen und den Sechs der Kelchen direkt nebeneinander habe ich hier eine Minderung an Gefühlen. Und das passiert exakt dann, wenn sich hier jemand zurückzieht mit den Vier der Schwertern. Sechs Kelche auf vier Schwerter, das heißt auf Deutsch, man hat hier definitiv sehr, sehr lange mit einem Menschen Kontakt gehabt. Man hat lange mit einem Menschen verkehrt, möglicherweise auch täglich. Und einer von euch beiden ist nunher eher im Rückzug, sage ich jetzt mal. Im Rückzug dessen, so ein bisschen über diesen Streit da hinwegzukommen, über möglicherweise auch etwas, was gesagt wurde, hinwegzukommen, vielleicht sogar tatsächlich über einen bestimmten Menschen hinwegzukommen. In die Richtung kann das hier auch noch gehen, so. Sehe ich das zwar noch nicht, aber es kann natürlich in diese Richtung gehen. Eine Klärung zum Parschen der Schwerter. Der Turm. Türmchen. Auf die Sieben der Kelche. Okay. Der Turm ist eine Überraschung, etwas Plötzliches, etwas, womit man nicht rechnet und auch nicht kommen sieht. Interessanterweise fällt der Turm hier auf den Parschen der Schwerter. Das ist der Zuschauer, das ist der Beobachter, das ist der Beschützer aus der Ferne. Jemand, der maximal reagiert, aber keinesfalls agiert. Und ich meine eigentlich eher, dass dies euer Gegenüber ist, der hier entweder einen Turm-Moment erleben wird oder für euch auslösen wird. Das werden mir dann die Karten hier unten spätestens sagen. Eine Klärung zum Eremiten. Die Welt. Die Welt steht für das Abschließen eines Zykluses und den Beginn eines neuen Zykluses. Es geht hier teilweise darum, etwas hinter sich zu bringen und etwas neu zu starten. In einer gewissen Art und Weise kann die Welt auch auf eine bestimmte Eingeschränktheit hindeuten, dass man sich hier in einer bestimmten Art und Weise unfrei fühlt. Man könnte sich hier angebunden fühlen, man könnte sich in seiner Freiheit beeinträchtigt fühlen, man könnte hier meinen, dass man nicht die große Wahl hat, sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, da die Welt auf den Ritter der Kelche spiegelt, dass hier jemand definitiv eine Zeit lang braucht, um herauszufinden, was das richtige Vorgehen ist. Denn viel bleibt diesen Menschen hier nicht übrig zu tun tatsächlich. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ihr nicht vielleicht doch dieser Ritter der Kelche sein könnte. Das finde ich jetzt aber gleich heraus. Die zwei der Schwerter im Outcome. Einen Zuwachs von 1 auf 2 der Schwerter ist hier definitiv zu sehen. Hier steigert sich jemand gedanklich hinein in diesen Progress hier, in diese Geschichte. 1 auf 2, das ist ein, ne, Fortschritt, vor allem gedanklicher und mentaler Natur.
Hier haben wir die Kommunikation und die Wahrheit und hier haben wir die Entscheidungsunfähigkeit bzw. die Unsicherheit. Sehr interessant, dass hier das eine mit dem anderen sozusagen sehr im Gegensatz gezeigt wird. Das eine ist hier Klarheit, Wahrheit, Gespräche, auch Entscheidungen teilweise und hier ist die Entscheidungsunfähigkeit, die Unsicherheit. Eine Klärung zum Ritter der Kelche. Der Tod. Der Tod bringt Veränderung und Transformation in den meisten aller Fällen. Es ist potenziell eine Transformation auf der Seite jenes Menschen angestrebt. Das ist das, was er vorhat. Der Tod gespiegelt auf die fünf der Stäbe ist definitiv das Verändern eines Konfliktes, das Verändern eines Streites. Auf Deutsch gesagt, kurz gesagt, Wiedergutmachung. Das ist hier jemand, der die Dinge wieder gerade stellen lässt, oder möchte, beziehungsweise der die Sache bereinigen will. Und das durch eine Veränderung möglicherweise auf der eigenen Seite. Das heißt auf Deutsch, dass er sich selbst verändert oder er möchte die Gegebenheiten verändern. Eine Klärung zu den Sieben der Kelche. Wow. Okay. Noch ein Turm und nochmal in Bezug zu den Sieben der Kelche. Auf Sieben der Kelche geklärt, der andere Turm spiegelt auf die Sieben der Kelche. Liebe Steinböcke, ein Turm ist etwas Plötzliches, Schicksalshaftes, was man nicht kommen sieht tatsächlich. Das sieht hier sehr interessant aus, das muss ich mir ganz genau anschauen. Eine Klärung zu den Sechs der Kelche. Die Neun der Stäbe. Die Neun der Stäbe, das ist das Abschotten, das ist das sich ein Stück weit unantastbar machen gegenüber das, was in der Vergangenheit passiert ist. Hier haben wir auch schon die Vergangenheit. Wir hatten hier zwei Vergangenheitskarten aufeinander geklärt. Das heißt, da ist in der Vergangenheit etwas passiert, was man am besten ungeschehen machen möchte oder am besten oder am liebsten vergessen möchte. Viele von euch versuchen, über etwas Geschehenes aus der Vergangenheit drüber hinwegzukommen tatsächlich. Eine Klärung zum Turm. Die Herrscherin. Die Herrscherin auf den Turm. Und liebe Steinböcke, die Herrscherin seid in dem Fall tatsächlich ihr. Da ihr hier auf den Turm geklärt seid, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Turm für euch stattfindet. Ihr spiegelt hier auf den Turm, ihr seid drauf geklärt. Er kommt hier von einem Menschen aus, der euch beobachtet, der euch im Blick hat, der hier definitiv aber auch gute Absichten hat. Es ist keiner, der euch was Böses will hier. Aber ich meine, dass dieser Turm für euch stattfindet. Eine Klärung zur Welt. Okay. Ja, nice. Zehn der Kelche. Zehn der Kelche auf die Welt. Das heißt auf Deutsch, es wird etwas Negatives abgeschlossen und etwas Positives beginnt. Wenn die Zehn der Kelche auf die Welt kommen, ja, dann ist das hier etwas Neues. Und die Zehn der Kelche ist wahrscheinlich eine der besten Karten, die man haben kann. Es geht hier nämlich um Wunscherfüllung, es geht um die Fülle an Gefühlen, es geht hier um Glückseligkeit. Und die letzte Outcome-Karte hier ist das Rad des Schicksals. Ein weiterer Schicksalsweg wird hier eingegangen. Es ist die Rede oftmals auch von dem richtigen Weg, der eingeschlagen wird. Denn oftmals kommt das Rad des Schicksals nach einer Welt, nach einem Turm oder nach einem Tod. Und ich meine, ihr könnt hier mit einem großen Kapitel in eurem Leben abschließen, potenziell, liebe Steinböcke. Vor mir liegt ein doch recht spezielles Reading, liebe Steinböcke. Ich habe mir das jetzt da kurz mal genau angeschaut und ich meine tatsächlich, dass hier doch einige Indikatoren schon liegen und dabei spreche ich vor allem von dieser Konstellation hier, dass es hier einige doch mit einer sehr starken Verbindung zwischen euch und einem bestimmten Menschen zu tun haben können, in der es aber im Moment noch nicht zu einer großartigen Entwicklung kam. Ich könnte euch jetzt vor allem in Anbetracht der Hauptenergie der Zwischenwelt
mit der Multiversum-Theorie kommen. Ich könnte euch mit der String-Theorie kommen, aber um das Ganze etwas verständlicher auszudrücken oder leichter auszudrücken, es gibt mehrere Lebensabschnitte, wie jeder von euch sicherlich wissen wird. Es gibt einen Lebensabschnitt, wo man einen bestimmten Menschen noch nicht kennt. Das kann die Kindheit natürlich sein. Bis zu einem gewissen Alter, ja, hat man halt den einen Freund, die eine Freundin, man hat hier Freunde, man geht in die Schule und so weiter und so fort. Irgendwann, liebe Steinböcke, tritt ein Mensch in unser Leben, ab dem Zeitpunkt sich irgendwie vieles ändert. Man erkennt das nicht unbedingt an diesem Menschen, aber man erkennt das an sich selbst. Man fühlt das in sich drin, so wie es der Eremit im Prinzip tut, der auch von in sich kehr in diesem Mensch, in diesem Kartenbild spricht quasi. Viele von euch haben diesen Moment dieses Menschenkennenlernens schon hinter sich gebracht. Man muss ihn nicht kennengelernt haben, man muss ihn nur gesehen haben. Man muss sich nicht mit ihm unterhalten haben, aber es gibt ihn. Es ist erst da. So, jetzt ist man aber noch nichts mit diesem Menschen weitergekommen. Ja? Dieser Mensch lebt sein Leben, ihr lebt euer Leben, aber er ist da. Und ab da ist die Connection quasi vorhanden, wie es hier dargestellt werden könnte, beziehungsweise in dieser kompletten Konstellation dargestellt ist. Wie geht nun der nächste Abschnitt weiter? Denn einige von euch tatsächlich sind sozusagen bestimmt für diesen Menschen. Und ja, ich glaube an so etwas wie Bestimmung. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier in den ein oder anderen Leben von euch, liebe Steinböcke, für die das Reading resoniert, einen Mensch bereits gibt, mit dem hier definitiv noch mehr in Planung steht. Aber ihr seid zwischen Punkt A und Punkt B gerade. Ihr seid in der Zwischenwelt. Und so ist das hier eigentlich am leichtesten erklärt tatsächlich. Es gibt hier einen Menschen in eurem Umfeld, den ihr kennt, mit dem aber noch nicht weiter etwas gelaufen ist. Was es aber wird hier in der Zukunft? So zum Grundtenor, ne? Also das ist so quasi das Intro dieses speziellen Readings. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Steinböcke. Es gibt hier mit den fünf der Stäben einen Konflikt. Und dieser Konflikt ist, dass ihr und dieser Mensch im Moment nicht zusammen seid. Möglicherweise auch, dass dieser Mensch noch gar nichts von euch weiß. Dieser Mensch könnte euch noch nicht wahrgenommen haben, ihr aber ihm sehr gut wahrgenommen habt. Kann hier sehr, sehr gut sein, dass ihr in der Vergangenheit einen Menschen gesehen habt, irgendwo, scheinbar zufällig, ne? Ich glaube ja nicht an Zufälle. Und ja, seitdem ist irgendwas in euch passiert. Irgendwas hat da Klick gemacht im Kopf. Und dieser Mensch mag das mitbekommen haben oder nicht mitbekommen haben. Das kann so oder so rum sein. Hier bei diesem Ritter der Kelche handelt es sich um jenen Menschen. Ich habe hier sehr, sehr stark einen Skorpion liegen. Das muss kein Skorpion sein im übertragenen Sinne für euch. Kann ein Wasserzeichen sein. Ich habe hier auch eine Jungfrau. Ich habe Stier und Waage. Ich habe hier so viele Sternzeichen drin, bitte nicht darauf besteifen. Ich sehe hier definitiv eine sehr liebevolle Person. Ich sehe hier jemanden, der eher ein Herzmensch ist als ein Kopfmensch ist. Jemand, der oftmals seinem Herzen folgt tatsächlich. Aber jemand, der auch teilweise etwas sensibel, manchmal übersensibel sein könnte. Einer, der aber auch sehr, sehr einfühlsam sein kann. Empathisch sehe ich hier ihn eigentlich. Mit einem solchen Menschen könnten hier einige von euch zu tun haben, beziehungsweise ist so ein Mensch gemeint. Mit dem Tod darauf hat sich für diesen Menschen, und zwar nur für diesen Menschen, einiges verändert. Und das kann nur in seinem eigenen Umfeld passiert sein. Das kann definitiv ein neuer Job sein. Das kann sein, dass er einen Menschen verloren hat, möglicherweise. Ich sehe es hier aber eher so, dass dieser Mensch hier, von dem hier die Rede ist, einen Menschen kennengelernt hat. Und zwar einen Menschen, den nicht unbedingt ihr darstellt, liebe Steinböcke. Und das kann für viele von euch schon länger her sein, das kann aber auch erst vor kurzem passiert sein. Definitiv sehe ich diesen Ass, dieses Ass der Kelche, diesen Kelch der Liebe sozusagen, auf Seiten eures Gegenübers, der euch passiv sozusagen aber auch betrifft. Denn wenn hier dieser Ritter der Kelche sich für einen bestimmten Kelch entschieden hat, so wie es hier dargestellt ist, mit 7 der Kelche auf Ass der Kelche, meine ich, dass dadurch, durch diese Wahl dieses Menschen, die Wahl zunächst nicht auf euch gefallen ist. Denn ihr, ja, ihr tangiert hier zwar hier, ihr spiegelt aber nicht aufeinander, ihr seid nicht aufeinander geklärt. Nur hier, aber das ist der Beobachtungsmodus, da komme ich dann gleich dazu. Dieser Mensch widmet nun seine Aufmerksamkeit einer anderen Angelegenheit. Diese andere Angelegenheit könnte er selbst sein, hier sprechend von der Selbstliebe, beziehungsweise
Ja, der Konzentration auf sich selbst sozusagen. Oder dieser Mensch hat sich für irgendeinen dieser Kelche entschieden und irgendein Kelch davon, liebe Steinböcke, seid ihr definitiv im Leben dieses Menschen. Aber ich meine, dieser Mensch hat sich zunächst einmal für, sagen wir mal, den Kelch hier entschieden und das ist die Karriere. Dieser Mensch hier hat sich tatsächlich irgendwie weitergebildet. Dieser Mensch hat möglicherweise ja, einen Umzug getätigt, um eben eine andere Stelle, einen anderen Job wahrnehmen zu können. Etwas derartiges, und das muss nicht ein konkretes Beispiel sein, ist hier definitiv passiert oder steht an für euch. Je nachdem, Zeit ist fließend. Bitte bedenkt das, liebe Steinböcke. Aber dass die Wahl dieses Menschen hier stellt für euch in dem Fall einen Turmeffekt dar. Denn ihr habt mit diesem Schritt, mit dieser Wahl dieses Menschen, A, nicht gerechnet und B, stellt das nun eine, ja, ich sag mal so, eine Unannehmlichkeit dar, ein Problem dar. Es kann natürlich auch genauso sein, dass dieser Mensch einen anderen Menschen kennengelernt hat und nun mit diesem Menschen verkehrt, vielleicht sogar zusammen ist, vielleicht ihn auch erst kennenlernt. Das kann hier alles sehr, sehr gut in jene Richtung gehen. So oder so stellt die Wahl dieses Menschen für euch einen Turm dar. Und dieser Turm ist in dem Fall negativ, denn die Wahl ist nicht auf euch gefallen. Zunächst einmal, beziehungsweise fokussiert sich dieser Mensch nicht auf euch. Ihr macht hier das einzig Richtige und versucht tatsächlich euch zurückzuziehen. Ihr versucht hier tatsächlich über die Wahl eines jenes Menschen hier hinwegzukommen, beziehungsweise das Ganze sacken zu lassen, einen Schmerz möglicherweise zu nicht zu unterdrücken. Aber zu heilen, sage ich jetzt mal. Ihr versucht mit einer Enttäuschung zurechtzukommen. Und das kann, wie gesagt, schon für den einen von euch schon passiert sein oder ihr seid da gerade mittendrin oder es steht an tatsächlich. Ihr fühlt aber diese Verbindung. Ihr fühlt hier mit den 6 der Kelchen auf die 4 der Schwerter tatsächlich eine bestimmte Zuneigung, eine bestimmte Connection, Verbindung zu diesen Menschen. Und an dem Punkt, liebe Steinböcke, ist man oftmals ratlos. Da versteht man im Prinzip die Welt nicht mehr. Da sagt man doch, aber ich habe doch diese Gefühle und diese Connection. Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Es fühlt sich so an, als wäre er dort. Das kann hier alles sehr, sehr gut sein, aber das kann auch sehr, sehr gut einseitig sein, liebe Steinböcke. Und ich sehe es hier zunächst eher einseitig. Zunächst, wie gesagt, hier kommt schon noch was dran. Definitiv hier ein deutliches Indiz dafür, dass sich viele von euch in einer sehr starken Verbindung mit diesem Menschen befinden, unabhängig davon, ob dieser Mensch sich dessen bewusst ist oder nicht. Mit den 9 der Stäben auf die 6 der Kelche versucht man, die ganze Angelegenheit von sich fernzuhalten. Man versucht, das nicht so nah an sich ranzulassen, beziehungsweise sich davon nicht entmutigen zu lassen. Das ist hier drin dargestellt, konjungierend mit dem Turm. Und in der weiteren Konjunktion taucht hier nämlich der Eremit auf. Das heißt auf Deutsch weiterhin Rückzug, das heißt in sich kehrt, das heißt schlau werden aus den Dingen, die da gerade passieren. Wenn ihr euch die große Konjunktion anschaut, dieser Konflikt hier, dieser währende Konflikt, ihr habt im Prinzip Gefühle zu einem bestimmten Menschen, den ihr aber nicht an eurer Seite habt. Das ist kurz erklärt und sehr unumfangreich, sage ich jetzt mal, erklärt, jener Konflikt, in den ihr hier stecken könntet. Kommend aus der Wahl, die dieser Mensch getroffen hat, versucht ihr, das nicht so nah an sich heranzulassen. Das ist eine Art Überkommen einer Enttäuschung. Ja? Und weiterhin wird hier ein Turm passieren. Und dieser Turm hier ist sehr interessant, denn es passiert hier in dem Leben des anderen ein ganz bestimmter Turm, der für euch Auswirkungen hat. Dieser Turm hier hatte passiv für euch Auswirkungen. Der betrifft die Wahl dieses Menschen, was für euch sozusagen einen Schock, eine Enttäuschung, so etwas derartiges dargestellt hat. Der hier wird euch direkt betreffen. Mit dem Parschen der Schwerter kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dieser Mensch euch kennt tatsächlich, er ein Auge auf euch geworfen hat, beziehungsweise auch definitiv mitbekommt, wie ihr euch resultierend aus der Wahl dieses Menschen fühlt, liebe Steinböcke. Stellt euch vor, dieser Mensch hier weiß von euch, ihr kennt euch vielleicht sogar, vielleicht seid ihr sogar Nachbarn, das kann hier alles sehr, sehr gut sein. Definitiv hat dieser Mensch sich für einen Weg entschieden, nehmen wir beispielsweise einen Umzug zu einer anderen Arbeitsstätte. Ja? Nur ein Beispiel, es kann hier natürlich zig weitere Szenarien sein, die hier passieren könnten.
Aber dieser Mensch bekommt mit, wie ihr euch basierend auf seiner Entscheidung fühlen werdet. Und dieser Mensch wird hier auch mitbekommen, dass ihr euch so ein bisschen zurückzieht, dass ihr versucht, diese Wahl zu überkommen, dass ihr versucht, eine Enttäuschung zu überkommen oder einen Schmerz zu unterdrücken tatsächlich. Und resultierend daraus, dass dieser Mensch das mitbekommt, und ich meine, ihr habt diesen Menschen auch weiterhin im Auge, liebe Steinböcke, passiert hier wiederum ein Turm. Und dieser Turm ist etwas Unvorhergesehenes, Plötzliches, Schicksalshaftes. Und dieser Turm hier ist nicht negativ. Mit der Karte, der Karte, der Karte, der Karte, der Karte ist der nicht negativ. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das für ein Turm hier ist. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dies definitiv eine Überraschung für euch darstellt. Etwas, womit ihr nicht rechnet, was euch im Endeffekt sehr, sehr glücklich machen wird. Tatsächlich, liebe Steinböcke. Hier seid ihr als die Herrscherin dargestellt. Und die Herrscherin ist im Prinzip die Traumfrau oder der Traummann, je nachdem. Und ich kann mir gut vorstellen, vor allem weil ihr hier aufeinander spiegelt, kann ich mir denken, dass dieser Mensch euch mehr und mehr gewichten wird. Ihr werdet diesem Menschen mehr und mehr wichtiger werden innerhalb einer gewissen Zeitspanne. Ich habe hier keine großen Abwartenkarten drin, liebe Steinböcke. Ich sehe hier aber auch wenig Fortschritt auf der Seite eures Gegenübers. Heißt, das kann für einige von euch sehr, sehr schnell passieren. Für andere wird das noch ein bisschen dauern. Das kann ich hier tatsächlich nicht zeitlich abschätzen. Aber dieser Mensch wird mehr und mehr zu einer Erkenntnis kommen, mit der ihr zusammenhängt, liebe Steinböcke. Denn dieser Mensch hier, und ihr seid hier nicht umsonst als Herrscherin dargestellt, wird euch mehr und mehr gewichten. Ihr werdet diesem Menschen mehr und mehr wichtig werden tatsächlich. Und das passiert hauptsächlich während einer Abstinenz, wenn man alleine ist, wenn man in sich kehrt, wenn man hier definitiv seine eigenen Gefühle durchleuchtet. Und das Durchleuchten der eigenen Gefühle könnte hier sehr, sehr gut auf der Seite eures Menschen stattfinden. Wenn ihr hier definitiv schon einen Kontakt habt, wenn ihr mit diesem Menschen schon im Kontakt wart oder seid, werdet ihr das fortan eher weniger sein, weil ihr euch versucht zurückzuziehen. Ja, ihr versucht das Ganze erstmal sacken zu lassen, euch unantastbar zu machen, damit diese Entscheidung resultiert die Enttäuschung, und die Enttäuschung wollt ihr nicht so nah an euch ranlassen, und das wird dieser Mensch mitbekommen. Ergo, wenn ihr hier mit diesem Menschen weniger verkehrt, werdet ihr in der Gewichtung wachsen. Und das ist hier drin dargestellt und konjugierend mit dem Turm. Die Welt hier unten stellt das Abschließen eines Denkprozesses dar, eines Denkprozesses seitens dieses Menschen, und hier auf den Eremiten geklärt ist das die Insichtkehr. Jemand betreibt hier Insichtkehr, jemand durchleuchtet die eigenen Gefühle bis zu einem Punkt, an dem es Klick macht. Ja? Und Klick macht es hier potenziell auf der Seite eures Gegenübers, denn bei vielen von euch, liebe Steinböcke, hat es bereits Klick gemacht. Und wenn dieses Klicken einsetzt, passiert das hier. Die 10 der Kelche. Das heißt auf Deutsch, diesen Menschen könnte es wie ein Schlag treffen. Ich habe einen interessanten Beitrag irgendwo auf YouTube gesehen. Da heißt es: Erklär mir, was Liebe ist. Und dieser Mensch erklärt einem oder versucht einem zu erklären, was Liebe ist. Auf die skurrilsten Arten und Weisen. Ich meine, Liebe ist für jeden vielleicht etwas anderes tatsächlich. Aber ich fand eine sehr schöne Erklärung. Liebe ist Consistency. Consistency heißt Regelmäßigkeit. Stellt ihr euch vor, ihr schreibt täglich mit einem Menschen und es passiert einfach nichts. Es macht einfach nicht Klick. Man ist zwar freundlich zueinander, man hilft gegenseitig, man schreit sich auch mal an oder tut sein Unmut gut, ne? Das kann alles so, so sein. Irgendwann passiert aber ein Wort oder ein Satz oder eine Tat oder einfach nur ein Gedanke oder ein Traum. Und dann passiert dieses Klicken. Das passiert aber nur, wenn man miteinander verkehrt, wenn man eine Verbindung miteinander hat. Wenn man nichts voneinander weiß, kann das natürlich nicht passieren. Aber wenn man miteinander eine Verbindung hat, ja, dann kann das irgendwann mal einfach aus heiterem Himmel passieren. Und so etwas in der Art sehe ich hier. Das ist 10 Kelche auf Welt. Das Abschließen eines alten Zykluses, Beginn eines wunderbaren Zykluses. Und das hier ist tatsächlich so etwas wie Glückseligkeit. Also das hier ist echt eine heftige Karte, vor allem auf die Welt folgend. Es wird hier darum gehen, die Wahrheit zu erkennen. Es wird hier für eine Einleuchtung, diese Karte nennt man auch Geistesblitz tatsächlich. Und ich sehe das eher auf der Seite eures Gegenübers passieren. Mit den zwei der Schwertern könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass beide
basierend auf diesem Geistesblitz euer Gegenüber zunächst einmal nicht weiß, was er tun soll. Große Unsicherheit, ich meine, wenn einem so etwas klar wird hier, ne? Stellt euch vor, ihr bekommt einen Geistesblitz oder ihr bekommt einfach schlagartig ein Gefühl, bumm, oh mein Gott, ich liebe diesen Menschen, ja? Das kann einen tatsächlich schnell übermannen und das ist hier drin dargestellt. Mit dem Rat des Schicksals ist hier aber definitiv etwas vorherbestimmt zwischen einigen von euch und einigen von euren Gegenübern. Natürlich nicht von allen von euch, denn so etwas ist extrem selten, aber für einige von euch dürfte das hier definitiv zutreffen. Schicksalshafte Entwicklungen stehen hier an in der Zukunft und ich möchte mir diese Karten natürlich jetzt im weiterführenden Reading etwas genauer anschauen. Solltet ihr euch in einer solchen Situation befinden, liebe Steinböcke, und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Man muss natürlich nicht. Ich wünsche euch weiterhin, unabhängig davon, natürlich einen schönen August. Bleibt gesund, liebe Steinböcke. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.